Hallo, im vorigen Video haben wir eine Datenbank erstellt mit einer Tabelle, zahlreiche Abfragen, ein paar Formulare und ein paar Berichte. In dieses Video werden wir in unsere Tabelle Kontakte neue Felder hinzufügen. Das erste Feld ist das Feld Geburtsdatum und ich hätte gerne das Geburtsdatum hier zwischen Nachname und Firma. Und jedes Mal, wenn man an einer Tabelle etwas anderes macht als Dateneingabe, muss man dann im Entwurf gehen. Und das machen wir jetzt hier. Jetzt den Entwurf kennen wir, das haben wir letztes Mal hier die Feldnamen festgelegt und auch die Feldtypen haben wir letztes Mal alles als Text festgelegt. Jetzt diesmal wollen wir jetzt ein neues Feld hinzufügen und zwar zwischen Nachname und Firma. Jetzt muss man sich eins merken, man muss immer erstmal eine Zeile markieren und dann muss man sich das Prinzip merken, dass wenn man jetzt eine Zeile einfügt, über diese Symbolzeile einfügen, die neue Zeile kommt immer oberhalb der Markierung. Das heißt, wenn ich jetzt unser neues Feld hier haben will, zwischen Nachname und Firma, muss ich Firma markieren, mit dem Wissen, dass das neue Feld oberhalb dieser Markierung kommen wird. Und das probieren wir jetzt, Zeile einfügen und genau da ist es. So, und jetzt kann ich den Namen eingeben, Geburtsdatum. So, und das ist jetzt nicht vom Typ Text, das ist jetzt vom Typ Datum, Uhrzeit. Okay? So, jetzt Datum, Uhrzeit, mit dem kann man offensichtlich Datum und Uhrzeiten eingeben. Der Sinn dahinter ist, dass man könnte auch natürlich die als Text nehmen und dann als Text das reinschreiben. Aber mit solchen Feldern wollen man vielleicht in der Zukunft auch rechnen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Geburtsdatum von jemand eingebe, könnte ich quasi sein Alter rechnen, weil sein Alter kann ich ganz schlecht eingeben, weil das Alter ändert sich jedes Jahr. Da müsste ich, wenn ich jetzt zum Beispiel 1000 Leute hätte, da müsste ich jedes Jahr dann diese 1000 Leute, diese Alter jedes Mal aktualisieren. Und so mit dem Datumfeld gebe ich das Geburtsdatum, könnte ich zum Beispiel das Alter ausrechnen. Oder wenn ich jetzt eine Arbeitsdatenbank habe, dann kann ich die Startzeiten und Endzeiten eingeben, wann jeder anfängt und endet und kann somit die Stunden berechnen und so weiter. Deswegen ist hier ein Textfeld eigentlich eine ganz schlechte Idee und daher benutzen wir in diesem Fall Datum Uhrzeit. Jetzt bei Datum Uhrzeit, letztes Mal haben wir Textfelder erstellt und da haben wir immer dann die Größe hier erstellt, also wie viel Zeichen könnte oder darf das, wie groß darf das Feld sein und wie viel Zeichen könnte es eigentlich vertragen. Bei Datum Uhrzeit kann man eigentlich die Größe nicht festlegen. Die ist immer auf 8 Byte festgelegt. 8 Byte kann man so ungefähr so sehen wie 8 Buchstaben. Ja? Aber die können wir hier gar nicht variieren. So, also eigentlich ist das Feld schon da. Ich kann dann jetzt hier rüber gehen auf Ansicht, speichern, ja. So, und dann ist es dann da. Und da sieht man, hier ist das leere Feld. Und ich könnte jetzt zum Beispiel das erste Geburtsdatum schon eingeben. 1.3.74. Und dann steht das da. Und jetzt könnte ich eigentlich die restlichen Geburtsdaten im genau im selben Muster eingeben. Und die Eingabe ist immer nach dem Muster, also erstmal der Tag, dann der Monat, dann das Jahr. Das Jahr kann man jetzt, ich kann es das Jahr so schreiben, also mit Jahrhundert, oder ich kann, machen wir das nächste, also wieder Tag, Mo Punkt, Monat, Punkt, und dann das Jahr kann ich auch so schreiben. Okay. Access erkennt die Jahre. Also weil ich kenne das auch von Excel. Ich probiere es mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 11.12.15 eingebe, was macht er daraus? Da macht 2015. Gibt es eine gewisse Schwelle. Aber ich weiß nicht, welches Jahr das ist. Ab ein gewisses Jahr macht er dann 2000 und vor ein gewisses Jahr macht er dann 1900. Ja, deswegen hier, wenn ich jetzt das nächste Datum eingebe, nächste Geburtsdatum vielmehr, 62, geht das wieder auf 1962. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, oder wo diese Schwelle ist, wo er dann zwischen 1900 und 2000 umschaltet. So, und dann hier 24. Das ist auch so in Excel. Wenn man gewisse ältere Jahre eingibt, werden die automatisch auf 1900. Und wenn man gewisse aktuellere Jahre eingibt, gehen die dann auf 2000. So, dann haben wir jetzt unsere Geburtsdaten eingegeben. So, okay. Jetzt eigentlich sieht das alles schön und gut aus. Was ich noch gern machen würde, ich würde gern, dass die Jahre ein bisschen anders ausschauen. Und da haben wir jetzt große Gestaltungsfreiheit.
Und zwar in dem Feld, wenn ich wieder zum Entwurf gehe, das ist das Feld Format. Hier kann ich festlegen, wie mein Datum dargestellt wird. Nochmal will ich eins betonen. Eingeben muss man das Datum immer so. Also Tag, Punkt, Monat, Punkt, Jahr. Ob man Jahr mit Jahrhundert oder ohne Jahrhundert, spielt jetzt keine große Rolle. Man merkt es ja, wenn ich jetzt zum Beispiel 15 eingebe und ich habe gedacht, ich wollte eigentlich 1915, dann muss ich halt 1915 eingeben, weil Access in dem Fall hat das automatisch auf 2015 gemacht. Am Endeffekt ist die Eingabe immer nach dem Muster. Aber ich kann das Datum anders darstellen. Und wenn ich hier gehe, entlang, ich muss immer achten, dass ich in der Zeile klicke, in dem Feld klicke, das ich bearbeiten wolle. Und dann hier sieht man, weil hier zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Text gehe, steht was ganz anderes hier unten. Okay, also deswegen in Datum. Und da habe ich dann Format. Jetzt unter Format hat man hier so ein Dropdown. Und da hat man die Möglichkeiten, Standarddatum, Datum lang, mittel, kurz und so weiter. Die sind mal eigentlich zu begrenzt, diese Möglichkeiten hier. Und deswegen zeige ich Ihnen, wie man ganz flexibel oder ganz frei sein Datum gestalten kann. Und zwar, da muss man, sorry, jetzt habe ich mich verklickt. Und da muss man gewisse Bausteine kennen. Und diese sind die hier. Und zwar, man hat drei Bausteine im Grunde genommen. T, M und J. Das T zeigt den Tag an. Also zum Beispiel mit 1T habe ich die Tage, zum Beispiel 8. oder 12. Mit Doppel-T zeige ich auch den Tag an. Allerdings die Tage, die kleiner 10 sind, kriegen dann vorne eine führende 0. Wie hier die 8 hat jetzt 08, während die 12 ist immer noch da. Bei 3T, da wird der Wochentag dargestellt, und zwar in Kurzform. Also Mo vor Montag, Di vor Dienstag, Mi vor Mittwoch und so weiter. 4T zeigt den Wochentag voll ausgeschrieben. Also in dem Fall Montag, Dienstag und so weiter. Der M-Baustein sich genauso wie der T-Baustein, also quasi ein M zeigt den Monat, Doppel M zeigt auch wieder den Monat, allerdings die Monate unter 10, die haben, da kriegen dann vorne eine führende 0. 3M kommt der Monat in kurz vor, also zum Beispiel MRZ vor März und NOV vor November und so weiter. Und 4M wird der Monat voll ausgeschrieben. Bei der dritte Baustein ist das J, und 2J zeigen das Jahr ohne Jahrhundert, also wie 8, 90, 15. Und 4J zeigt das Jahr mit Jahrhundert, zum Beispiel 1998 und 2015. Und diese Bausteine kann man zusammen erstellen, wie man will. Also zum Beispiel, hier sind mal ein paar Beispiele. Wenn ich jetzt T, T, M, M, J, J, J schreibe, dann kriege ich dieses Format. Wenn ich T, M, J, J mache, dann sieht das Datum so aus. Wenn ich mein Datum nur so mache, dann steht nur der Wochentag. Man sieht den Rest gar nicht. Ja? Beziehungsweise wenn man nur 3T, dann sieht man den Wochentag in Kurzform. Genau dasselbe für Monat. Und hier sieht man, ich habe jetzt ein bisschen komplexeres Format zusammengestellt. Also ich habe den Wochentag in Kurzform, dann der Tag mit führende 0, Monat in Kurzform und das Jahr ohne Jahrhundert. Und dann sieht man, so sieht dann mein Datum aus. Okay? Und da sieht man dann, mit den drei Bausteinen kann man sein Datum freigestalten, wie man es will. Wir können es mal hier probieren. Das heißt, ich gehe hier in meiner Formatzeile und schreibe jetzt so, ich will jetzt den Tag voll ausgeschrieben haben, also dann muss ich dann 4Ts, dann ein Leer. Die Trennzeichen zwischen den einzelnen Bausteinen ist egal. Also ich kann Punkte nehmen, ich könnte Striche nehmen, egal. Hauptsache kein Komma, weil Komma, es könnte sein, dass das Programm das mit Zahlen, dass das Programm das als Zahlen versteht, und da kriegt man dann möglicherweise Fehler. Okay, ich habe jetzt 4Ts, das ist der Wochentag voll ausgeschrieben. Jetzt will ich den Tag ohne führende 0, dann will ich den Monat in Kurzform, also dann heißt 3M, und dann nochmal ein Leer, und dann will ich das Jahr mit Jahrhundert, also dann 4J. Okay, und so habe ich dann, ich muss erst speichern offensichtlich, ja. So, und da sieht man hier diese Rauten. Rauten heißt nicht ein Fehler, sondern dass das Feld zu klein ist, um diese Daten darzustellen. Da muss man das Feld einfach hier nur, das Geburtsdatumfeld einfach nur breiter machen, und sonst sieht man, so habe ich jetzt das Format, das ich jetzt will. Okay? Man kann auch, wenn man will, jetzt zum Beispiel die Jahre vorne haben und dann mittendrin der Monat und dann der Tag. Ja? Also probieren wir es mal. Also so, dann gehe ich wieder im Entwurf. Also das heißt, diesmal will ich das Jahr vorne haben. Also 4J. Dann leer einen Monat. Zweimal. Und dann den Tag zweimal. Ja? Und dann, wenn ich dann wieder hingehe, dann sehe ich jetzt, habe ich das Format so
hier vorne die Jahre, dann der Monat, dann das Tag. Jetzt ist es wichtig, egal wie das Datum ausschaut, will ich wieder betonen, egal wie, man das, wie das Datum ausschaut, die Eingabe ist immer nach dem Muster von erster Tag, Punkt, dann der Monat, Punkt und dann das Jahr. Ja? Egal wie man es ausschaut. Man kann auch so das Geburtsdatum auch so darstellen. Ich will jetzt zeige nur den Monat in Vollform und dann das Jahr. Okay, so. Und dann, wenn ich hier wieder gehe, dann sieht man jetzt, steht hier Mai 1974, März 1966. Man sieht nicht den Tag mehr. Ich kann den Tag komplett ausblenden. Ja, also spielt keine Rolle. Man ist ja mit diesen drei Bausteinen, T, M und J, ist man dann da komplett. Hier sind sie wieder, ist man dann komplett unabhängig. Man kann sein Format freigestalten, man weiß, wie das funktioniert. 1T, 2Ts, 3Ts, 4Ts, beziehungsweise bei den Ms, bei den Js, dann kann man sein Format freigestalten. Okay? So, jetzt wollen wir ein zweites Feld hinzufügen, und zwar, das ist die Startzeit. Wann fängt jeder an bei seiner Arbeit? Und diese Startzeit soll erneut zwischen zwei Felder kommen, und zwar zwischen Stelle und Telefonnummer. Und das heißt, in dem Fall wieder, mit dem Wissen, dass das neue Feld, das ich einfüge, kommt oberhalb der markierten Zeile. Das heißt, ich muss dann in dem Fall Telefonnummer markieren und dann Zeile einfügen. Und hier gebe ich dann den Namen Startzeit. Und das ist erneut wieder Datum Uhrzeit, weil, wie gesagt, also ich tue es nochmal sagen, also Textfelder, wenn ich jetzt ein Textfeld nehme, dann habe ich die Gewissheit, dass ich mit dem Feld nie ausrechnen werde. Zum Beispiel, letztes Mal haben wir die Telefonnummer genommen als Text, weil ich weiß, hundertprozentig, ich werde mit den Telefonnummern nichts kalkulieren. Okay? Wenn ich jetzt so eine Access-Anwendung mache, wo ich jetzt mit Telefonnummern rumspielen will, addieren und so weiter, oder so, dann könnte ich das als Zahl nehmen. Aber in dem Fall ist es Text. Aber mit meinen Startzeiten, wie mit meinem Geburtsdatum, würde ich wahrscheinlich gewisse Sachen ausrechnen wie Alter, und hier bei Startzeit will ich dann die Arbeitszeit ausrechnen und so weiter. Deswegen nimmt man solche Felder als Datum Uhrzeit. Und hier hier haben wir jetzt das Feld gelegt, und wenn ich jetzt wieder noch ein kleiner Tipp, wenn man schnell speichern will, bevor man immer umschaltet, man kann es natürlich hier über das Speichern oder mit der Taste Steuerung S, also Steuerung und S gleichzeitig drücken, und dann ist es gespeichert. So, dann gehe ich hier rüber, und da haben wir die Startzeit. Das ist jetzt auch wieder Datum Uhrzeit, allerdings hier kommen nur Uhrzeiten, also zum Beispiel der fängt jetzt um 8:15 an, also 8:15 Uhr, und dann der nächste kommt, und man sieht hier jetzt, die Eingabe ist immer dieselbe, also 09:30, also erst die Stunde, Doppelpunkt die Minute, falls Sekunden vorhanden sind, Doppelpunkt Sekunden. Okay, nochmal, also Stunde, also der fängt jetzt um 11 an, 11, Doppelpunkt, 15, jetzt, ich will keine Sekunden, aber hätte ich jetzt Sekunden, dann würde ich dann, oder machen wir die Sekunden, Doppelpunkt 35, ne? Und so weiter. Okay, machen wir 12, dann der ist wieder 10:45 und der ist 9:30, okay. So, und da sieht man hier das Format automatisch, in dem Fall jetzt automatisch ist auf Stunden, Minuten und Sekunden dargestellt. Ich brauche die Sekunden nicht, ich hätte es gern auch anders formatiert. Erneut wieder im Entwurf. Das ist ja genau dasselbe Typ wie Geburtsdatum. Das heißt, wenn man hier bei Format, kriegt man wieder dieselben Sachen. Datum in dem Fall wäre nicht relevant, aber die Zeiten hier. Hier auch wieder sind mal die Zeiten zu begrenzt. Da gibt es auch spezielle Bausteine für Zeiten, und das sind diese hier. H zeigt die Stunden an, also zum Beispiel 8 oder 12. Doppel H, wie wir jetzt schon eigentlich wissen, zeigt dann die Stunden unter 10 mit einer führenden 0. Genau dasselbe bei M, das zeigt die Minuten. Doppel M zeigt dann die Minuten mit führenden 0, also die Minuten unter 10 mit führenden 0. Genau dasselbe mit Sekunden. Und hier kann man sehen, gewisse Formate, die man aufbauen kann. HHMM sieht das dann so aus. HHMM. Und das können wir jetzt hier bei uns korrigieren. Mir gefällt das gar nicht, dass die Sekunden drin stehen. Dann, ich muss erstmal sicher sein, ich bin hier in Startzeit. Genau, sehe ich hier an dem Marker. So, und dann kann ich hier dann HH.MM. So, und dann speichern, und dann habe ich jetzt die Sekunden quasi ausgeblendet. Sogar bei dem da, bei dem haben wir ja die Sekunden eingegeben, aber durch das Format werden die dann ausgeblendet.
Okay, und ich kann auch zum Beispiel nur, mich interessieren die, und Sie sehen hier jetzt, der Access hat das dann umgeschaltet auf Zeit 24 Stunden. Das ist mir eigentlich egal, was der macht, weil ich gebe mein eigenes Format ein. Und zum Beispiel diesmal gebe ich nur HH. Mich interessieren eigentlich die Minuten gar nicht. Ich will die ungefähre Zeit wissen, nicht die genaue. Wieder speichern. Und hier habe ich dann die Uhrzeiten, stehen die da. Okay. Okay. Was man noch machen kann bei beides, Geburtsdatum und Startzeit, man kann auch gewisser Text hinzufügen. Also schön wäre es, wenn hier zum Beispiel 08 und dann hinten steht ein Text Uhr. Und hier schön, wenn man hier noch vorne das Wort am hätte. Also am, Mai, bla bla. Und den Text kann man hier nicht eingeben, weil sobald man eine Zahl und Text eingibt, ist es kein Datumsuhrzeit mehr, sondern ein Textfeld. Und deswegen diesen Text, der dazukommen will, kommt dann in dem Format drin, und zwar in Gänsefüßen. Also probieren wir es mal. Also hier zum Beispiel, haha, hätte ich jetzt gern hinten noch das Wort Uhr. Also mache ich dann solche Gänsefüßle auf, also Umschalt 2, schreibe den Text, mache ihn leer, dass das Wort Uhr nicht an deine Uhrzeiten klebt, mache ihn leer, und dann schreibe ich Uhr und dann Gänsefüßle wieder zu. Okay, tun wir es mal speichern, gucken wir es mal an. Und da sieht man jetzt, hier steht dann 8 Uhr, 9 Uhr, 11 Uhr, etc. Okay, und hier genau dasselbe. Wenn wir hier auf Entwurf gehen, ich muss in dem Feld reinklicken und dann hier vorne, allerdings jetzt hier haben wir bei Startzeit haben wir das hinten gelegt und das hier kommt dann vorne, also hier vorne, Gänsefüßler auf, am mit leer, das ist nicht an den Datum geklebt und dann Gänsefüßler wieder zu und dann speichern offensichtlich. So, und dann sieht man hier steht dann am, bla 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 und so weiter. Okay, also man kann dann gewisse Texte reinschreiben. Man kann es auch komplizierter machen. Nehmen wir an, ich will jetzt hier bei Startzeit will ich das so machen. Ja, also ich habe hier die Uhr haben wir schon. Jetzt will ich da noch hinzufügen, also zum Beispiel Uhr und kann ich dann und sorry und also habe ich jetzt haha Uhr und machen wir noch ein Leer und dann kommen die Minuten. So, das heißt, der Text sollte dann so ausschauen: 08 Uhr und dann kommen die Minuten und dann gucken wir es mal an, speichern und dann habe ich hier 8 Uhr und 15 Minuten. Okay, und so kann man dann die Formate auch noch mit Texte versehen. Allerdings, die Texte müssen dann immer in Gänsefüßler. Also hier nochmal der Unterschied ist, man muss merken, also diese Formate HH, MM, auch hier bei den Datum M und T und J, die kommen nicht in Gänsefüßler, nur gewisse Texte, die man reinschreibt, die kommen dann in solche Gänsefüßle. Okay, so, da haben wir jetzt zwei Felder erstellt, jeweils Datum, Uhrzeit. Jetzt, was ich noch zeigen will, wir machen ein drittes Feld und das nennen wir letzter Kontakt. Und das kommt jetzt ganz hinten und daher muss man nichts mit einfügen gehen, das wird einfach hinten hinzugefügt. Und das ist wieder Datum, Uhrzeit. Das jetzt ist, in diesem Feld soll er, ich gehe mal kurz durch Speichern, gehe mal kurz zu, hier, da habe ich jetzt das letzte Kontakt, tun wir es mal ein bisschen, hier. In diesem Feld sollen zwei Sachen reinkommen. Wann war mein letzter Kontakt mit dieser Person? Und das ist jetzt eine Kombination, es ist zwar Datum, Uhrzeit, aber diesmal werden wir beides eingeben, das Datum und die Uhrzeit. Ja, und das erfolgt nach dem Muster. Wie gibt man Datum ein? Datum gibt man den Monat, also erstmal den Tag, Punkt, Monat, zum Beispiel 3, Punkt, 14, und dann macht man ein Leer und jetzt kommen die Uhrzeiten. Also 15 Uhr, Doppelpunkt, 32, ich nehme an, ich bin jetzt auf die Sekunde genau. So, okay, also so gibt man, so ist das Muster. 2, also erster Tag, Punkt Monat, Punkt Jahr, dann ein Leer, dann die Stunde, Doppelpunkt Minute, Doppelpunkt Sekunde. Okay, und wenn ich dann runtergehe, steht da so, das ist offensichtlich jetzt hier. Noch ein Tipp hier, wenn man das Feld größer kriegen will, man kann auch doppelklicken. Und dann ist es auf die sogenannte optimale Größe. Also es ist nicht zu groß und nicht zu klein. Wir können es ja auch hier machen, das Geburtsdatum ist mir zu groß. Dann ist es nicht. So, es ist jetzt auf die optimale Größe. Und auch hier bei den Startzeiten. Genau. So, okay. Ich gebe die Eingabe nochmal. Also 15.6. Und dann das Jahr. Zum Beispiel diesmal war es 15. Dann kommt jetzt die Uhrzeit. Leer. 11. Doppelpunkt. 45, Doppelpunkt, 36. Okay, und so erfolgt die Eingabe. Und das Format in dem Fall ist eigentlich genau dasselbe, was wir gelernt haben. Wir tun halt nur die T, M, J
und die HH oder HMS kombinieren. Okay, also das heißt, in dem Fall kommen deine Kombination aus diesen und diesen zusammen. Und das zeige ich mal hier, wenn ich wieder im Entwurf gehe. Schreibe ich hier das Format, also machen wir ein einfaches Format, also zum Beispiel jetzt hier vorne den Text, AM, Layer, Gänsefüßle zu, so, das ist der Text, dann TT, Layer, zum Beispiel MMM, zum Beispiel J in Kurzform, oder machen wir es voll, und dann hier kommen HH, Doppelpunkt MM. Okay. Ich tue auch immer so achten, dass die Monate schreibe ich immer in Groß M und die Uhrzeiten in Klein M. Ja? Und das habe ich vom Excel diese Gewohnheit, weil im Excel sind dieselben Formate, die wir hier machen, gelten auch für Excel. Also wenn Sie in Excel Zahlen, wir haben jetzt Zahlen nicht behandelt, aber wenn Sie jetzt in Excel Datum oder Uhrzeiten behandeln oder formatieren wollen, können Sie genau das, was wir hier gemacht haben, können Sie 1:1 dort anwenden. Okay? Und da schreibt man auch die T, M und J in groß und die H und M in klein, weil auch so erkennt Access oder beziehungsweise Excel, dass M, der Groß M ist damit der Monat gemeint und die kleinen M sind damit die Uhrzeiten gemeint. Okay? So, und ich will jetzt hier keine Sekunden darstellen und jetzt tun wir es mal speichern. Gucken wir mal. Und so ist wieder hier die Rauten, das heißt, wie das Feld zu klein, tun wir wieder Doppelklicke, optimale Größe, und sieht man hier am 12. März 2014 um 15.30 Uhr. Und so kann man das dann machen. Und hier, die 12 hätte ich gerne noch einen Punkt dahinter, also gehen wir wieder im Entwurf, kann ich hier hinter dem T einen Punkt geben, okay, speichern, und dann sieht man hier, habe ich jetzt einen Punkt 12. März 2014. Okay, und ich kann es auch, sieht nicht so schön aus mit der Kurzform, also machen wir es dann 4 M's, speichern. So, und so muss man wieder doppelklicken auf die optimale Sache. Jetzt haben wir hier die Felder. Und wie gesagt, die Eingabe, obwohl es so Feld so ausschaut, man muss immer dran denken, nie so eingeben, nie AM und dann sowas eingeben, sondern nur das Datum und die Uhrzeit. Also zum Beispiel das nächste Datum ist zum Beispiel 12.04.15 um 10 Uhr. Okay. Ohne Sekunden diesmal. So, und dann sieht man, das geht automatisch durchs Format. Machen wir noch die letzten. 25, 3.13, 10:03 und 14 oder 7.12.11 und dann 9:30. Und hier sieht man auch wieder raut zu klein. Okay, dann machen wir es größer. So, weil es Dezember ist ein ziemlich langes Wort. Und das letzte ist, machen wir 11.11.11, ach, habe ich mich vertippt, .11.11 und dann 5:30. Okay, so, und dann haben wir alle da. Okay, so, und dann sieht man, also wie gesagt, die Eingabe ist immer nach dem Muster, allerdings das Format sieht dann so aus und das Format können wir dann so entscheiden. Also ich kurz wiederholen, so was wir jetzt heute gemacht haben. Wir haben Datum-Uhrzeiten-Felder hinzugefügt. In Datum-Uhrzeit-Felder können entweder Datum oder Uhrzeit oder beides. Und die Formate, also mal natürlich kann man diese Formate benutzen, die hier stehen. Allerdings, die sind ja ziemlich beschränkt. Wenn man jetzt ein bisschen flexibler arbeiten will, kann man dann seine eigenen Bausteine erstellen oder das eigene Format erstellen aus gewissen Bausteinen. Die Datenbausteine sind hier. Die lege ich dann auch unten in der Beschreibung von diesem Video. Die Uhrzeitformate sind so. Und wenn man ein Kombinationsfeld, wenn man jetzt die Inhalte, man kann auch die Inhalte aus Datum und Uhrzeit zusammen kombinieren, dann benutzt man halt beide Bausteine zusammen. Ja, wie wir es hier in diesem letzten Feld gemacht haben. Ja, und noch ein Tipp, diese Bausteine gelten auch für Excel. Ich zeige es mal geschwind. Also hier habe ich jetzt eine Excel-Mappe. Nehmen wir an, ich gebe jetzt ein gewisses Datum, 12.10.13 und dann die Uhrzeit 08.15. Okay, da steht es. Wenn ich das jetzt markiere und gehe hier über Format, Zellen formatieren und dauert ein bisschen länger. Da haben wir. Vergesst man das Ganze, wir gehen hier auf Benutzer definiert und da können wir hier genau das eingeben, was wir im Access eingeben. Also, nehmen wir an, ich will jetzt wieder Gänsefüßler auf am
leer, Gänsefüße zu, jetzt kommt das Datum, TT, der Monat voll mit Punkt, der Monat voll ausgeschrieben, dann das Jahr mit 4 J, dann die Uhrzeit, Doppelpunkt, Minuten. Okay. Und dann, wenn man hier auf OK geht, sieht man, habe ich genau dasselbe wie in Access. Also hier bei über Format, Zellen formatieren, Benutzer definieren, kann man dann dieselben, exakt selben Formate, die man in Access jetzt vor Datum und Zeit verwendet haben, können wir auch hier in Excel benutzen. Also man kann dieses Wissen, was wir heute uns eingeeignet haben, kann man auch in Excel dann verwenden. Und man kann hier in Excel auch seine Datum auch freigestalten und man ist nicht gebunden an, was hier drin steht. Eigentlich habe ich das hier nie benutzt. Immer so arbeiten, dann ist man wesentlich flexibler.